Ja, war ja dann doch nicht so schlecht, dass wir Zweiter wurden. Wenn man sich anschaut, jetzt gegen wen auch PSG ran muss, also mit Real Madrid, vor allem in Real als erstes oder bei Real, ist es natürlich für uns ganz gut gelaufen. Wir spielen das erste Spiel zu Hause. Ja, also ich finde das eigentlich ganz gut, weil da können wir schon mal vorlegen vor den eigenen Fans. Wie schwer es in Istanbul wird, hat man ja auch mit Leipzig gesehen. Das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Das heißt, wir müssen gleich im ersten Spiel dann schon eine sehr gute Leistung zeigen, am besten auch natürlich relativ hoch gewinnen, müssen natürlich auf Sieg spielen und dann haben wir vielleicht eine ganz gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Ich denke, ein schönes Los, also vom Papier her hätten uns natürlich auch größere Gegner treffen können. Ich freue mich auf das Spiel, ich war selber noch nie in Istanbul, ich weiß von den Leipziger Jungs, dass da eine Riesenstimmung herrscht. Die haben ja selber zweimal gegen Istanbul verloren und von dem her können wir uns drauf freuen auf zwei schöne Spiele. Ja, ich habe die gegen Leipzig ein bisschen beobachtet und da haben die vor allem natürlich im Hinspiel mit ihrer beeindruckenden Fankulisse da so ein bisschen vielleicht die Leipziger auch ein bisschen ein Stück weit verunsichert. Ja, das wird uns erwarten, also das Auswärtsspiel, da müssen wir auf jeden Fall müssen die Warnglocken schon angehen. Und ja, dass wir auf dem Papier die bessere Mannschaft stellen, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber man muss zwei Spiele erstmal bestreiten. Also ja, ich kann auch nicht viel Schlaues jetzt sagen. Wir sind natürlich nicht unglücklich über das Los.